Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute unterhalte ich mich mit Walter Zöller. Er ist als Notar tätig gewesen, jahrelang gegenüber vom Rathaus. Und im Rathaus war er über 40 Jahre als Stadtrat tätig. Er kennt also die gesamte Münchner Stadtpolitik, hat sie eng mitverfolgt. Und genau darüber möchte ich mich jetzt mit ihm unterhalten. Herr Zöller, jetzt sind wir im großen Sitzungssaal und Sie haben oft betont in Ihrer 40-jährigen Zugehörigkeit zum Stadtrat, dass das sowas ist wie Ihr Wohnzimmer. Was erleben Sie, wenn Sie hier reinkommen? Nun, ich erlebe natürlich ein Déjà-vu. Denn wenn man 40 Jahre lang in diesem Saal Politik gemacht hat, dann kommen so viele Erinnerungen an bewegte Zeiten, und sie waren ja bewegt, mit den unterschiedlichsten Konstellationen. Bei Ihnen ist es ja wirklich bemerkenswert, was Sie alles erlebt haben. Also Sie haben ja wirklich in dieser Stadtgeschichte alle Konstellationen auch miterlebt. Wir können einfach mal von vorne anfangen, Herr Zöller. Als Sie zum ersten Mal hier im Stadtrat waren, wie alt waren Sie da? War ich 32 Jahre alt. Und wir hatten die Situation, dass wir, wie vorher auch immer, eine absolute SPD-Mehrheit hatten. Das dauerte etwa 3 Jahre, dann fiel die SPD auseinander. Dann gab es keine richtigen Mehrheiten mehr. Interessant war allerdings 1972, dass es eine Konfrontation, auch im Abstimmungsverhalten, zwischen Jungen und Alten gab. Man wollte Sie ja anfangs gar nicht, auch in Ihrer eigenen Fraktion. Sie sind jemand gewesen, der wahrscheinlich, Sie sind Notar, Sie sind also juristisch ausgebildet, nicht so gerne den Mund gehalten hat, wie es ja oft die Chefs von einem vielleicht erwarten, gerade in der Politik. Das ist richtig. Der damalige Fraktionsvorsitzende und spätere Bürgermeister Dr. Zehebmeier hat gesagt, das ist der verrückte junge Unionler. Ich hatte auch ein Jahr, bevor ich in den Stadtrat kam, einen Riesenkrach mit Franz Josef Strauß, der sogar bundesweit Aufsehen erregte. Und da wollten die mich eigentlich nur ungern haben. Warum hatten Sie den Krach mit Strauß? Oh, das ist eine komplizierte Geschichte. Ich war damals sehr puristisch. Strauß hatte einem FDP-Abgeordneten ein sicheres Listenmandat versprochen. Und ich war damals Vorsitzender der Jungen Union in München. Fand das unmöglich, die Basis zu übergehen. Habe eine Veranstaltung einberufen, wo dann laut der Rücktritt von Strauß gefordert wurde. Sie sind den Konflikten irgendwie anscheinend nicht aus dem Weg gegangen. Einer Ihrer anderen großen Widersacher ist ja Peter Gauweiler gewesen. Da kann man ja fast von der gleichen Generation sprechen. War es gleich von Anfang an ein schwieriges Verhältnis oder hat sich das erst zum schwierigen Verhältnis entwickelt? Nein, es war von Anfang an schwierig, weil wir politisch völlig unterschiedliche Auffassungen hatten. Peter Gauweiler war ja damals ein Hardliner und mich hat er als liberales Arschloch bezeichnet. Und das hielt sich auch die ganze Zeit, solange er im Stadtrat war. Heute verstehen wir uns hervorragend. Ich weiß nicht, hat er sich gewandelt? Ich glaube, ziemlich. Ich bin sicher auch milder geworden. So geht's im Leben. Ich finde das immer wieder spannend, dass also wirklich Kontrahenten, die sich also richtig behagt haben, und innerhalb der eigenen Partei ist es ja manchmal schlimmer als unter den verschiedenen Parteien, dass man dann irgendwann im Leben wieder zu dem Punkt kommt, wo man sagt, also eigentlich mögen wir uns heute oder wir gehen heute ganz gut miteinander um. Aber die Wunden, die Narben, die werden Sie wahrscheinlich noch sehen, wenn Sie das Hemd mal hochheben, oder? Eigentlich weniger. Wir haben uns ja immer geachtet. Und zu meinem 60. Geburtstag war die Frage, wen wünschst du dir als Laudator? Gab es ein großes Fest im Ehrengastbereich des Olympiastadions. Und da habe ich zu aller Überraschung gesagt, Peter Gauweiler. Hat kaum jemand verstanden. Peter Gauweiler hat eine hinreißende Laudatio auf mich gehalten. Und in meiner Antwort habe ich gesagt, ich weiß, es gab Irritationen über die Wahl meines Laudators, aber ich kann es erklären. Wenn mich jemand mein ganzes politisches Leben lang verfolgt, kujoniert hat, dann soll er mich an meinem 60. loben müssen. Sie haben mich quasi gezwungen, positiv über Sie zu reden. Ja? Aber ich meine, er hat ja tatsächlich Ihnen auch irgendwann mal gesagt, er will Sie in der Partei nicht haben. Das hat er Ihnen ja quasi ins Gesicht gesagt. Ja, das war der Franz Josef Strauß.
Der wollte mich aus der Partei raushaben. Aber der Gauweiler hat Ihnen doch auch gesagt, dass er Sie nicht haben will. Naja, das war klar, nachdem wir immer so viel unterschiedlicher Meinung waren. Mhm. Aber ihm ist es nicht gelungen und er ist auch noch da. Ist dadurch auch diese Nähe dann erstmal zu den Grünen entstanden? Und danach wird Ihnen ja auch hier in München nachgesagt, dass Sie eine große Nähe auch zur SPD haben. Also Sie verstehen sich sehr gut mit dem Oberbürgermeister Ude, können mit der Stadtbrauerätin sind Sie gut zurechtgekommen. Ist aus dieser Situation dann eben auch die Nähe zu den anderen Parteien entstanden? Also diese erste Koalition in Deutschland mit den Grünen, die ich eingefädelt hatte, übrigens mit Zustimmung von Franz Josef Strauß, mit dem ich darüber über 4 Stunden diskutiert hatte, die war eine Zwangsehe sozusagen, weil ich mit dem damaligen Oberbürgermeister Gronabitter, der ja damals keine Mehrheit mehr hatte, die hatte ich, nicht zur Rande kam und zu aller Überraschung sind wir dann mit den Grünen eins geworden. Man muss vielleicht an dieser Stelle erklären, dass Sie der Fraktionsvorsitzende der CSU hier im Rathaus waren und eben dann gegen Gronabitter diese Mehrheit zustande gebracht haben. Da auch interessant, haben Sie aus der SPD 2 Leute quasi rausgebrochen, die Sie gebraucht haben, um diese Koalition zustande zu bringen. Wie haben Sie damals die beiden SPD-Kandidaten zu sich rübergewonnen? Die habe ich nicht rübergezogen, sondern das war ein SPD-interner Ablauf. Als Christian Ude bei der Wahl zum Kreisverwaltungsreferenten durchfiel, obwohl es eine klare rot-grüne Mehrheit und Absprache gab, da hat man dann versucht, Schuldige innerhalb der SPD zu finden und hat sich auf die beiden Kripp und Henkel eingeschossen. Gronabitter selber hat von einer Hexenjagd gegen die beiden geredet. Die haben das nicht mehr ausgehalten, sind ausgetreten. Und mir ist es halt dann gelungen, sie für unsere Sache zu gewinnen. Als Sie diese Koalition also mit den Grünen gemacht haben, den Grünen quasi angeboten haben, dass man zusammen Münchner Stadtpolitik macht, Sie haben es eben schon gesagt, war das eins der frühesten Koalitionen oder die erste, die es in Deutschland auf dieser Ebene gab. Also die Grünen waren ja sehr verpönt. Wie haben Sie das Ihren eigenen Leuten denn eigentlich verkauft, dass Sie mit denen zusammenarbeiten? Wir sprechen ja immerhin von den 70er Jahren. Ja, das waren die 80er Jahre. Was war es? Anfang der 80er? Nein, es war 1988. 88, ja, 10 Jahre später. Okay, waren die Grünen gerade in den Stadtrat gekommen. Und nun den eigenen Leuten es zu verkaufen, war gar nicht so schwer. Denn die haben ja mitgekriegt, dass ich monatelang versucht habe, mit Schorsch Gronabitter zu einer Einigung zu kommen. Aber er war so verbittert, dass er keine Mehrheit mehr hatte, dass er, wie ich das unfreundlicherweise immer wieder ausgedrückt hatte, ein König ohne Land war, dass er wollte mich einfach auflaufen lassen. Und die Referentenwahlen sind geheime Abstimmungen und ich hatte ja nur 1 Stimme Mehrheit. Und man kann mit 1 Stimme Mehrheit in keine geheime Wahl gehen. Das geht immer schief. Und deswegen haben unsere Leute gesagt, wir müssen die Basis verbreitern, wenn wir mit der SPD nicht einig werden können, was ich sehr bedauert habe. Und dann versuchen wir es halt mit den Grünen, was niemand geglaubt hat, dass das gelingen könnte, aber es ist gelungen. Wir stehen ja jetzt hier nicht zufällig, sondern ich habe Sie gefragt, was sind so die interessanten Stellen in München für Sie? Und Sie haben sofort gesagt, dass es hier dieser Platz im großen Konferenzsaal hier im Rathaus ist und Sie halten gerne Reden. Das ist richtig. Also als ich mal vor Jahren in einem Interview gefragt wurde, was mein liebster Platz in München ist, habe ich gesagt, Rathaus, großer Sitzungssaal, Rednerpult. Und es macht mir unheimlich viel Spaß zu reden und ich habe mir auch mal gefreut, dass vor einigen Jahren bei einer Umfrage der TZ wer der beste Redner im Rathaus sei, die Wahl auf mich gefallen ist. Christian Ude war aber etwas verschnupft, aber es hieß immer so, Ude und Zöller, das sind die beiden, die sich am besten duellieren können. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, warum gab es nie wenigstens einen OB-Kandidaten Zöller? Ja, das hat viele Gründe. Ich will mal so sagen, wir haben ja vorhin geredet über meine Position innerhalb der CSU, dass ich eigentlich immer ein bisschen daneben gegangen bin, sagen wir mal so, oder wie es in dem schönen Lied heißt, ausgerost bin.
Und ich hätte immer dann kandidieren sollen, wenn es aussichtslos war. Aber mit Aussichten bestand nicht. Und das fand ich nicht sehr hinreißend. Obwohl Sie wissen, wie man sich Mehrheiten besorgt. Was ist da schiefgelaufen? Ja, aber wo ich hätte kandidieren sollen, das wäre gegen den Georg Kronawitter gewesen. Und jeder weiß, dass gegen diesen populären Oberbürgermeister kein Kraut gewachsen war. Das war halt so, die gleiche Situation, die jetzt in den letzten Wahlen mit Christian Ude war. Echte Chancen für einen Wechsel im Rathaus gibt es erst jetzt im Jahr 2014. Aber Sie hätten damals auch, als Gauweiler zum ersten Mal gegen Ude angetreten ist, hätten auch Sie antreten können. Was ist da schiefgelaufen? Nein, da haben die mich gar nicht gefragt. Gauweiler war ja Parteivorsitzender. Und es war selbstverständlich, dass der Parteivorsitzende, wenn er das will, auch antritt. Das ist so nach der Kleiderordnung. Aber man kann natürlich sich dagegen wehren und man kann sagen, ich bin der Bessere, lasst uns abstimmen. Gegen den Willen der Partei und gegen den Willen des Vorsitzenden eine solche Wahlschlacht zu führen, ist faktisch aussichtslos, wenn die ganze Partei nicht dahinter steht. Dass das richtig ist, hat Ihre Partei natürlich in mehreren Wahlkämpfen immer wieder bewiesen. Dieses Selbstzerfleischende, dieses OB-Kandidat aufstellen und ihn dann, bevor er überhaupt mal zur Wahl gekommen ist, ihn selber wieder so runterzunehmen. Einmal hatten wir 4 Kandidaten. Ja, genau. Und woran hat das gelegen? Man fragt sich ja heute noch. Na gut, es lag natürlich immer an dieser Situation, dass man gegen den amtierenden Oberbürgermeister schwer ankam. Es ging ja um die Wahl 2002 dann mit diesen 4 Kandidaten. Und dann gab es natürlich auch innerparteiliche Auseinandersetzungen. Der eine Kandidat, ich will jetzt keine Namen nennen, hat seine Kandidatur verbunden mit der Forderung, dass er dann auch Parteivorsitzender in München sein will, was die Partei wieder gar nicht wollte, sondern es sollte nur OB-Kandidat werden. Aber es war eine unschöne Zeit, muss ich sagen. Und umso schöner, dass wir heute so einig sind. Aber wo Sie das mit dem Parteivorsitzenden sagen, ist das nicht, also gerade wenn man aus der Opposition rauskommt, erstmal sinnvoll, dass man, also wenn man Parteivorsitzender ist, dann eben auch die Partei in irgendeiner Weise kontrolliert? Sinnvoll ist es, aber wir hatten damals immer noch eine Zeit in der Münchner CSU, die Gott sei Dank vorüber ist, wo es verschiedene Flügel gab, wo es verschiedene Interessengruppen gab. Und das war eine unschöne Situation und führte eben dann zu diesem Trauerspiel, dass ein OB-Kandidat nach dem anderen nominiert und dann letztlich auch verheizt wurde. Aber die Situation ist ja heute genauso. Also es gibt einen Parteivorsitzenden und es gibt einen OB-Kandidaten. Ja, aber die beiden sind sich völlig einig. Und da gab es nie eine Diskussion. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und es gibt keine Flügel mehr in der Münchner CSU. Gut, Sie sind ja auch derjenige, der viel dazu beigetragen hat, wie das Gesicht unserer Stadt heute aussieht. Ich würde gerne im nächsten Teil mal mit Ihnen darüber sprechen, wo Sie sozusagen die größten Erfolge in der Nachkriegsbaugeschichte unserer Stadt sehen. Und dafür gehen wir jetzt mal raus. Okay. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Zöller, wenn Sie sich jetzt mal Revue passieren lassen, was alles in dieser Stadt in den letzten 40 Jahren, in der Zeit, in der Sie Stadtrat sind, hier gebaut worden ist. Ich fange mal mit dem Positiven an. Was ist sozusagen die Bauwerke, wo Sie sagen, da kann München besonders stolz drauf sein, da haben Sie auch mit dazu beigetragen. Was fällt Ihnen da ein? Nun, was einem immer einfällt natürlich, aber das war ja schon vorher geplant und gebaut, ist die ganze Olympiabereich, auch mit dem BMW-Hochhaus. Aber was wir doch geschafft haben, ist, glaube ich, eine vernünftige Mischung hinzukriegen aus Tradition und Fortschritt. Dieses Zusammenwirken unter den Parteien, also wie wichtig haben Sie das erlebt? Denn also das, was Sie da entscheiden, was gebaut werden wird und gebaut werden muss, das ist ja, ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber doch manchmal auch ein lockeres Jahrhundert. Das ist genau die These, die ich immer vertreten habe als Planungssprecher, nämlich zu sagen, das geht hier nicht um eine kurzfristige Entscheidung, sondern Stadtplanung ist eine ganz langfristige Perspektive. Und da halte ich es für wichtig,
dass man versucht, zwischen den Parteien einen Konsens zu finden. Mhm. Weil es macht keinen Sinn, dass jemals bei wechselnden Mehrheitsverhältnissen der Kassruder herumgeworfen wird. Mhm. Tut der Stadt nicht gut. Und das ist eigentlich gelungen. Hier sind wir am Rindermarkt. Wenn wir hier ein bisschen weiter links gucken, dann ist da der Jakobsplatz. Das ist ja auch eines der jüngsten neuen Bauwerke hier, wo sich eigentlich auch alle einig sind, dass das eine sehr gelungene Sache ist. Wie sehen Sie das? Ja, wunderbar. Also die Neugestaltung des Jakobsplatzes mit dieser historischen Bedeutung, auch jetzt für das jüdische Gemeindezentrum, ist sicher eine der Highlights. Ich freue mich auch, dass ich mitwirken konnte im Preisgericht für dieses Projekt. Nein, es gibt zwar viele Leute, die sagen, in München ist die Moderne noch nicht so richtig angekommen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Sondern wir haben eine ganze Reihe herausragender Beispiele auch für moderne, gute Architektur. Wenn wir jetzt mal uns die andere Seite angucken, von Ihnen weiß man ja, dass dass Sie als Notar gearbeitet haben, quasi direkt gegenüber vom Rathaus. Aber auf diesem Weg vom Rathaus in Ihr Büro, wenn Sie da nach rechts geguckt haben, da gibt es ja ein Kaufhaus, was vorher wunderschön und eins der wenigen Gebäude eigentlich auch war, die ziemlich gut erhalten waren nach 45, was man dann eingerissen hat und eben neu gebaut hat. Da sind Sie und alle, die daran beteiligt waren, ja auch oft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten für, ich sag auch mal, angefeindet worden für dieses Gebäude. Würden Sie das im Rückblick noch mal anders machen, wenn Sie die Chance hätten? Also erstmal, dieser Kaufhof ist gebaut worden noch in der Vogelzeit, bevor ich im Stadtrat war. Zweitens, natürlich habe ich es immer für bedauerlich gehalten, dass das wunderbare Roman-Meyer-Haus, so hieß es, abgerissen wurde für diesen Neubau. Aber so war damals eben die politische Entscheidung. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu 99% aller Münchner, ich finde diesen Neubau Kaufhof am Marienplatz gelungene Architektur. Auch wenn Sie das Meier-Gebäude dagegen setzen, würden Sie das trotzdem als die richtige Entscheidung ansehen? Das Meier-Gebäude kann man nicht dagegen setzen, das ist ein völlig anderer Stil. Und, aber das wurde immerhin weggenommen. Das bedauere ich ja, dass es weggenommen wurde. Ja. Aber nachdem die Entscheidung, wie gesagt, vor unserer Zeit so gefallen war, halte ich den Entwurf für das Kaufhof am Marienplatz durchaus für gelungen. Dann gehen wir ein Stück weiter zum Gasteig. Das ist in Ihrer Zeit gewesen. Ja. Da stand auch ein wunderschönes Gebäude, was man abgerissen hat. Wenn Sie sich das angucken, jetzt natürlich im Rückblick ist man immer intelligenter als vorher, weil man einfach weiß, was so dann passiert ist in der Zeit. Ist das auch eine gelungene Entscheidung gewesen? Das war Wettbewerb. Und wir halten uns an die Ergebnisse von Wettbewerben. Mhm. Damals war es sicher die beste Lösung. Ich finde den Gasteig im Übrigen auch nicht hässlich, wie viele andere, die sagen, ein Klotz. Nein, das ist an einer sehr prominenten Stelle, an der Isar-Hangkante, eine Dominante. Dass man die auch anders hätte machen können, ist unbestreitbar. Mhm. Aber sie steht da selbstbewusst und, glaube ich, sie gibt ein deutliches Zeichen für dieses schöne, inhaltlich schöne Gasteig und ist okay. Jetzt müssen wir in die aktuelle Diskussion rein. Es wird über den neuen Konzertsaal diskutiert, der im Deutschen Museum gebaut werden soll. Macht das für Sie Sinn? Es macht für mich auf jeden Fall Sinn, dass das PR-Orchester, das im Ranking der Weltorchester ganz oben ist, dass die mal eine eigene Heimstätte bekommen. Das ist ja nicht zumutbar für ein Weltklasseorchester, dass sie ununterbrochen zwischen zwei verschiedenen Spielstätten wechseln müssen, jede Woche ein paar Mal, zwischen Gasteig und Herkulessaal. Das ganze Equipment immer mitnehmen müssen. Das kann auf die Dauer nicht sein. Aber ist der Platz dafür geeignet? Also ist das Deutsche Museum dafür geeignet? Von reinem Platz her, im Zusammenhang mit dem Gasteig, natürlich. Eine bestechende Idee, ob das überhaupt funktional möglich ist, ob das unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes möglich ist, das müssen die Prüfungen ergeben. Man weiß ja auch von Ihnen, dass Sie so ein bisschen auch manchmal etwas zynisch, sarkastisch formulieren können.
München TV hatte Sie vor kurzem mal gefragt, glauben Sie, dass, dass der Konzertsaal kommen wird im Deutschen Museum? Und da haben Sie genau dieses leichte Lächeln auch aufgesetzt, was man jetzt auch sehen kann, wenn man Sie genau anschaut. Und dann haben Sie gesagt, wenn der Ministerpräsident das möchte, dann wird es kommen. Können Sie das noch ein bisschen mehr ausführen? Ja gut, das war natürlich suffisant gemeint, weil ich genau weiß, dass der Wunsch des Ministerpräsidenten allein noch keine Berge versetzt, geschweige denn einen Konzertsaal baut. Nein, das ist ein ganz kompliziertes Verfahren und ich bin auch nicht der Meinung, dass das, was an dieser Stelle steht, hier einfach geopfert werden kann, sondern es ist ein bedeutendes Zeugnis seiner Zeit, hat mit Nazi-Architektur überhaupt nichts zu tun, muss man auch mal ganz deutlich sagen. Es war halt der Zeitstil, der damals gebaut wurde und das ist ein langer Prozess. Wenn Sie mich fragen, ich glaube letztlich nicht, dass der neue Konzertsaal im Deutschen Museum errichtet werden wird. So sehr ich an dem hänge, meine ganzen Konzerte, die ich als Jugendlicher, vor allem Jazzkonzerte, ich bin ein begeisterter Jazzliebhaber, dort gehört habe, die waren alle im Kongresssaal des Deutschen Museums. Also mich würde sehr bedauern, wenn das platt gemacht würde. Was ich interessant finde, ist, wie Sie auf Ihre eigene Partei gucken. Da haben Sie zwei ganz wichtige Themen mal rausgestrichen. Sie haben gesagt, wenn man sich jetzt also sozusagen auch auf den Wahlkampf jetzt vorbereitet, der ja jetzt in den nächsten Monaten immer härter werden wird. Ich rede jetzt vom Kommunalwahlkampf. Da haben Sie gesprochen, dass es eben in München nur 25% Familiengemeinschaften gibt und dass die Parteien da intensiver drauf gucken können, drauf gucken sollen. Was bedeutet das für die CSU? Wie muss die CSU sich verändern, um sozusagen diese Realität aufzunehmen und ihr zu entsprechen? Also ich glaube, in München müssen wir uns überhaupt nicht verändern, sondern wir sind da voll auf der Linie der aktuellen Entwicklung. Es ist richtig, wir haben ja über 50% Single-Haushalte in München, dann Zwei-Personen-Haushalte und nur etwa knapp 25% Familien, also Ehepaare mit Kindern. Und es wäre völlig falsch zu glauben, dass unsere Politik, vor allem unsere Sozialpolitik, sich konzentriert auf diese 25% Familien, so wichtig die Familien sind. Und natürlich ist die Zahl 25% eigentlich erschütternd wenig, obwohl wir in München ja erfreulicherweise in den letzten Jahren sogar einen kleinen Geburtenüberschuss hatten. Aber dieses traditionelle Bild, auch was die Union in dieser Beziehung hat, führen Sie ja anhand dieser Zahlen auch nicht ad absurdum, aber eben Sie unterstreichen, dass sich da etwas geändert hat, etwas gewandelt hat. Hat die Politik das so miterlebt und auch mitvollzogen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die Reaktionen schon richtig sind. Gut, zurzeit gibt es die Diskussion über dieses Betreuungsgeld. Zum Beispiel. Das ist eine ideologische Frage, würde ich mal sagen. Ich halte es aber für richtig, dass man den Frauen oder auch Männern die Wahlfreiheit lässt, Kinder zu betreuen oder für eine Zeit am Beruf auszusetzen und das dann auch unterstützt. Aber das ist halt jetzt Wahlkampfthema. Aber insgesamt müssen Sie feststellen und können Sie feststellen, dass im Münchner Stadtrat auch im Sozialausschuss größtenteils über die notwendigen Schritte Einigkeit besteht. Muss man aber jetzt auch anders auf die Wähler zugehen? Also ich meine, da hat die CSU ja auch ein Problem oder vielleicht haben es die anderen auch, dass eben auch die ländliche Bevölkerung natürlich noch ganz anders lebt als die städtische. Zerreißt das eine Partei dann auch, weil sie auf beiden Ebenen unterschiedlich auch argumentieren muss? Ich glaube das übrigens nicht, dass die ländliche Bevölkerung so viel anders lebt als die städtische Bevölkerung. Familienmäßig, glaube ich, sind da noch größere Zusammenhänge. Das glaube ich nicht. Ja, dass es mehr Generationenhaushalte dort häufiger gibt im ländlichen Bereich, das ist ganz klar. Aber insgesamt gleicht sich meiner Ansicht nach die Lebensart, die Lebensinhalte der sogenannten ländlichen Bevölkerung, was ist das eigentlich? Immer mehr an. Es sind ja Kleinstädte damit auch gemeint. Und da sind, glaube ich, die Bedürfnisse der Menschen im Grunde genommen die gleichen wie bei uns.
Was braucht ein Oberbürgermeister in München, um erfolgreich zu sein? Ja, man sieht es ja, er muss ein guter Kabarettist sein. Das war jetzt wieder der scherzhafte Zöller. Aber was braucht er inhaltlich? Tja, nicht sehr viel, habe ich das Gefühl, weil wenn ich mir die Inhalte der Münchner Stadtpolitik, die vom Oberbürgermeister gesteuert wird, wobei ich bei Steuern schon ein Fragezeichen setze, ansehe, dann haben wir ja die kuriose Situation, dass der Oberbürgermeister zwar permanent betont, er stehe nun seit 20 Jahren, über 20 Jahren, einer rot-grünen erfolgreichen Koalition vor. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass die großen, wichtigen Infrastrukturentscheidungen für unsere Stadt immer gegen die Grünen gefasst wurden und der Oberbürgermeister mit seiner SPD immer die CSU gebraucht hat. Also, ich will es mal so formulieren, eine erfolgreiche Politik in einer Großstadt wie München muss versuchen, einen Konsens so breit wie möglich herzustellen. Ich möchte noch einmal auf diese Koalition eingehen, die Sie gerade angesprochen haben. Sie sind doch aber auch ein Künstler dieser Koalition. Wir haben ja anfangs darüber gesprochen, Sie haben mit den Grünen zusammen koaliert, Sie haben dann auch zwei von der SPD rausgeholt. Ist es nicht wichtig, welche Resultate man zum Schluss erreicht? Ja, was hinten rauskommt. Ja. Sie haben vollkommen recht. Aber natürlich ist das wichtig. Und ich sage ja nicht, dass es falsch ist, dass wir den Oberbürgermeister und die SPD bei wichtigen Entscheidungen immer wieder unterstützen. Das müssen wir einfach als Verantwortung tun. Man könnte ja auch eine andere Strategie einschlagen, die ich auch mal eingeschlagen hatte, 1986, zu sagen, nein, wenn wir uns mit unseren Vorstellungen nicht durchsetzen können, dann bleibt bitte allein und zählt nicht mehr auf unsere Unterstützung. Das ist im Augenblick nicht die Linie der CSU. Und ich glaube, es ist auch richtig, weil es nicht so dramatisch ist wie damals, dass man versucht, nicht parteipolitische Interessen im Vordergrund zu stellen, sondern die Sachentscheidung. Was halten Sie von der These, dass es eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn man auf der kommunalen Ebene eine andere Partei in der Verantwortung hat als in der Landesebene, also gerade auf München bezogen, weil das dann eben für die Stadt das Ergiebigste ist, weil beide Seiten versuchen, das Optimale für die Stadt zu erreichen? Also von der These halte ich natürlich überhaupt nichts, denn das würde ja bedeuten, dass ich dafür plädiere, wenn 2013 die CSU wieder die Regierung im Land stellt, dass wir dann 2014 in München verlieren sollten. Nicht mit mir. Aber können Sie sich vielleicht daraus erklären, dass der Erfolg Münchens dadurch vielleicht so groß ist? Also das ist ja nicht meine These, das ist der Unternehmensberater Berger hat die mal aufgestellt. Ja. Und der hat eben gemeint, dass das also mit dazu beigetragen hat, dass München so erfolgreich ist. Ja, also wir hatten ja Riesenerfolge in der Zeit unserer absoluten Mehrheit von 1978 bis 1984. Und damals hatte die CSU in Bayern auch die absolute Mehrheit. Im Gegenteil, das war ein Zusammenwirken zwischen dem Land und der Stadt. Das war hervorragend. Also von solchen Thesen wie die vom mir sehr geschätzten Herrn Dr. Berger halte ich überhaupt nichts. Das sind so die typischen Außenblickwinkel der Wirtschaft auf die Niederungen der Politik. Wenn die Politik sich untereinander behagt, dann kommen jetzt in letzter Zeit auch so Themen wie, man will Dinge aus München rausnehmen und in andere Teile Bayerns verlegen, weil man sagt, München geht es sowieso besonders gut, da müsste mal Nürnberg drankommen, da müssten mal andere Gebiete in Bayern drankommen. Haben Sie dafür Verständnis? Ja, natürlich, absolut. Ich meine, dass das Land außerhalb von München immer wieder, wie das übrigens in Paris und Frankreich auch ist, jammert, dass der Wasserkopf bevorzugt wird. Das kann ich verstehen. Und es ist ja auch richtig, dass der Freistaat Bayern in München unglaublich viel Geld ausgibt, etwa für Kultur, wenn Sie an die Oper denken, an die Museen denken, Gärtnerplatztheater, das jetzt saniert wird. Da geht natürlich überproportional viel Geld in eine Stadt. Und dass die anderen von dem Kuchen auch was haben wollen, ist doch natürlich und verständlich. Das muss sich der Ministerpräsidentenkandidat Ude schon auch noch überlegen, ob er diesen Faktor ignorieren kann.
Herr Zöller, wundert Sie sich auch manchmal, dass also jedes Mal um 12 Uhr mittags, wenn das Glockenspiel hier spielt, also hunderte von Touristen sind, wenn man sich mal so überlegt, was es in Disney World und woanders für Anreize gibt. Und dann drehen sich da oben ein paar Figuren und es fasziniert die Leute. Das ist ja dreimal am Tag, 11 Uhr, 12 Uhr, 17 Uhr. Ja. Und immer ist voll. Ja, für die Touristen ist das Münchner Glockenspiel eine der Hauptattraktionen, weil ich wüsste nicht, wo es sowas noch gibt. Aber ich meine, es ist so eigentlich relativ einfach im Vergleich zu dem, was sonst so Touristen weltweit geboten wird. Ne? Und trotzdem stehen Japaner, Europäer, Amerikaner und schauen sich das an und sind fasziniert. Das ist ja münchnerisch, einmalig. Das kann simpel sein, was es übrigens gar nicht ist. Sehr hochkomplizierte Technik da oben. Und den Leuten gefällt es, also lassen wir sie schauen. Was sind jetzt so für Sie die entscheidenden politischen Entscheidungen, die jetzt noch in den nächsten 2 Jahren, so lange sind Sie auf jeden Fall noch Stadtrat? Länger. Ja, das wäre dann meine zweite Frage gewesen, weil Sie sind nun schon stolze 70, ja, also, oder über 70. Und, aber lassen Sie mich erstmal die andere Frage zu Ende stellen. Was sollte in den nächsten 2 Jahren erledigt sein? Ja, auf jeden Fall das drängendste Problem ist natürlich das Problem der zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Ja. Das muss unbedingt in trockene Tücher und zwar jetzt möglichst bald. Das Drama ist, dass das Ganze jetzt in den Landtagswahlkampf hineingekommen ist, dass sich Christian Ude nicht vorstellen konnte, seinen Lebensabend ruhig in Mykonos zu verbringen, sondern neue Herausforderungen gesucht hat. Und jetzt läuft alles unter dem Gesichtspunkt Landtagswahlkampf. Wer wird der nächste Ministerpräsident? Das tut der Sache nicht gut, wobei man den beiden Kontrahenten eigentlich nur empfehlen kann, zu versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Das nützt beiden. Dritte Startbahn wäre noch so ein Thema. Da scheinen sich ja eigentlich alle im Rathaus einig zu sein, außer den Grünen. Außer den Grünen. Das ist wieder einer dieser Fälle, die ich schon erwähnt habe, dass diese tolle Koalition nicht hält bei entscheidenden Fragen. Auch da entscheidet sich natürlich zum Schluss, was das Ergebnis ist. Nicht? Und man wird ja immer nach dem Ergebnis bewertet. Nun muss ich Ihnen sagen, dass die Idee, in München einen Bürgerentscheid zu machen über die dritte Stadtbahn, ziemlich abwegig ist. Und dann noch zu sagen, ich, Christian Ude, orientiere mich an diesen Entscheidungen. Das ist völlig absurd, weil die Münchner sind ja am wenigsten betroffen, im negativen Sinne, von dieser dritten Stadtbahn. Sie profitieren nur davon. Und wenn man weiß, wie heute Bürgerentscheide ausgehen, muss man fast befürchten, dass die Gegner mehr mobilisieren können als die Befürworter. Die Erklärung ist natürlich, dass München mit beteiligt ist am Flughafen. Und wenn die Münchner sagen, wir wollen da nicht dran beteiligt sein, dann muss natürlich der beim Flughafen was zu sagen hat, sich am Votum der Münchner orientieren. Er kann es ja nicht ignorieren. Muss er überhaupt nicht, sondern er kann auch sich daran orientieren, was inhaltlich und sachlich das Beste ist. Das Ganze ist doch nur ein Trick des Oberbürgermeisters, um aus der Problematik rauszukommen, dass er auf der einen Seite ein Befürworter der dritten Stadtbahn ist und auf der anderen Seite heute schon die Brücken bauen will für eine Dreierkoalition im Land mit den Grünen, die dagegen sind, damit er sich aus dieser Zwickmühle befreien kann. Aber hört man nicht aus der Politik immer wieder, dass gerade bei den großen Entscheidungen eine Volksbefragung oder ein Bürgerentscheid gut ist, weil die Bevölkerung mitentscheiden wird? Ja, das sagt man so. Aber da muss man genau differenzieren. Wenn die Leute betroffen sind, direkt von einer Entscheidung, dann halte ich das auch für richtig. Nicht umsonst haben wir den Bürgerentscheid, den ersten in München, über den Ausbau des Mittleren Rings gewonnen, weil halt Tausende und Abertausende von Münchner davon betroffen waren. Aber das bei der dritten Stadtbahn in Erding und Freising zu machen, wo die Münchner überhaupt nichts davon merken, halte ich einfach für vorgeschoben, halte ich für irrelevant. Obwohl die CSU auch sagt, sie möchte diese Entscheidung den Bürgern überlassen. Ja, aber denen vor Ort und nicht denen, die 40 Kilometer entfernt sind.
Herr Zöller, jetzt sind Sie, korrigieren Sie mich, 72, oder? Ja. Sie haben eben schon gesagt, Sie sind mindestens noch 2 Jahre im Stadtrat. Wie lange soll ein Politiker das Recht haben, Politik zu machen? Das Recht hat er immer, solange er lebt. Und es hängt einfach davon ab, ob die Wähler einen noch wollen. Ob die eigene Partei einen noch will und sagt, du musst weitermachen. Oder wir würden uns freuen, wenn du weitermachst. Und solange die Wähler sagen, der ist okay. Und ich hatte immer hervorragende Wahlergebnisse, auch vor 4 Jahren. Kürzlich wurde ich mal gefragt, ob ich denn wirklich weitermachen will. Da habe ich zur Antwort gegeben, Kolleginnen und Kollegen, ich habe mittlerweile ein Dienstalter erreicht, in dem mit meinem Ausscheiden aus dem Stadtrat nicht mehr zu rechnen ist. Vergleichen Sie das mal mit Angestellten von DAX-Unternehmen. Die müssen teilweise mit 60, teilweise mit 65 einfach ausscheiden, weil man sagt, die jungen Leute sind wichtig, die müssen nach vorne kommen. Wenn man ihnen den Vorwurf machen würde, sie besetzen den Platz für junge Leute, die sich gar nicht so bekannt machen können, weil die Altvorderen nicht abtreten? Ja gut, aber da ist immer noch der Wähler dazwischen und wir haben ja dieses sehr personalisierte Wahlsystem bei der Kommunalwahl mit Häufeln, mit Vorwählen und Zurückwählen. Mhm. Und wenn die Wähler sagen, den alten Knochen will ich nicht mehr, dann werden sie mich schon zurückwählen. Ich stelle mich ja nicht selber auf in dem Sinn, dass ich dann einen sicheren Platz habe. Aber hätten Sie das Gefühl, dass in der Politik in Deutschland nicht auch wieder frisches Blut, auch von denen, die in der Verantwortung sind, nach vorne gebracht werden müsste? Kommt doch permanent frisches Blut. Wir haben in unserer neuen Fraktion, also seit 4 Jahren, so viele junge Leute, die durchaus Perspektiven haben, dass man dieses Problem, also jedenfalls was uns betrifft, überhaupt nicht sehen muss. Haben Sie das Gefühl, dass die in der eigenen Partei auch gefördert werden, um nach oben zu kommen? Oder dieses Häufelsystem, was Sie da gerade beschrieben haben, was wir hier in München haben, ist natürlich auch sehr auf einen selber fixiert, nicht? Also man muss als Einzelkämpfer eigentlich sich durchschlagen. Ja. Also deshalb schadet man sich eigentlich, wenn man jungen Leuten hilft, oder? Also ich glaube nicht, dass man die jungen Leute bei uns fördern muss. Die haben es schon selber geschafft, nach oben zu kommen. Okay, was glauben Sie, wie das in der neuen Legislaturperiode aussehen wird? Glauben Sie, dass da sich eher die Alten oder auch die Jungen durchsetzen können? Es gibt wie immer einige, die aufhören aus Altersgründen oder die auf andere Ebenen, Bund, Land abwandern, gibt es ja auch. Also es werden ja immer wieder Plätze frei. Und außerdem gehe ich mal davon aus, dass wir bei der nächsten Wahl deutlich mehr Mandate bekommen, als wir jetzt haben, nämlich 23. Und da ist dann genug Platz für Nachwuchs. Wir werden das natürlich aufgeregt verfolgen, spannend verfolgen. Herr Zöller, ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch. Danke. Gern geschehen, hat mich sehr gefreut. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.